In unserer heutigen tiefgründigen Ausgabe widmen wir uns einem Thema von unschätzbarem Wert, das im Zentrum unseres häuslichen Wohlbefindens steht: der subtilen Kunst der energetischen Säuberung unserer Wohnstätten. Dieses Mal beleuchten wir mit akribischer Sorgfalt und unermüdlicher Hingabe die 5 zentralen Elemente, die es aus unserem unmittelbaren Lebensraum zu verbannen gilt, um nicht nur ein Umfeld von harmonischer Balance und fortschrittlicher Entwicklung zu fördern, sondern auch um unsere tiefsten inneren Wachstumsprozesse wiederzuspiegeln. Diese Erkenntnisse wurzeln in einer profunden Würdigung der deutschen Kultur, die seit jeher Ordnung, Reinlichkeit und eine nachhaltige Lebensführung in den Vordergrund stellt. Die fundamentale Einsicht, dass jedwedes Objekt innerhalb unserer 4 Wände, sei es ein persönlich bedeutsamer Gegenstand oder ein alltägliches Utensil, von einer eigenen energetischen Signatur umgeben ist, eröffnet uns eine völlig neue Perspektive auf das Wesen unseres Daseins. Diese energetischen Schwingungen haben das Potenzial, uns auf unserem Lebensweg entweder zu beflügeln oder, ohne unser bewusstes Zutun, zu blockieren. Diese tiefgreifende Erkenntnis veranlasste mich zu einer minutiösen Untersuchung meiner eigenen Lebensräume, wobei mir auffiel, dass zahlreiche Objekte eine unnötige Verbindung zu längst vergangenen Lebenskapiteln aufwiesen. Ihre Entfernung initiierte eine Welle der Positivität und markierte den Beginn eines erneuernden Lebensabschnitts. Lassen Sie uns nun mit der gebührenden Aufmerksamkeit und Sorgfalt die 5 spezifischen Aspekte beleuchten, denen in jedem deutschen Heim eine außergewöhnliche Bedeutung zukommt. 1. Kleidung, die Sie nicht mehr anziehen, Asterisk, Asterisk. Jedes Kleidungsstück speichert die Energie, die Sie beim Kauf ausgestrahlt haben. Erinnern Sie sich an ein Lieblingsstück, das plötzlich in der Versenkung verschwand? Das liegt daran, dass wir uns weiterentwickeln. Unsere Geschmäcker und Energien ändern sich, und was früher passte, ist heute vielleicht nicht mehr stimmig. Kleidung, die ungetragen bleibt, hält uns in der Vergangenheit fest und blockiert unseren Weg nach vorne. Behalten Sie nur das, was Ihnen heute noch Freude und Selbstvertrauen schenkt. Den Rest geben Sie mit einem dankbaren Rückblick auf die gemeinsame Zeit frei. 2. Defekte Dinge, ob Küchengeräte, Deko oder sonstige Gegenstände, kaputtes Zeug ist ein No-Go für die Energie in Ihrem Zuhause. Ihr Heim sollte ein Wohlfühlort sein. Defekte Dinge sind da nur Ballast. Reparieren lohnt sich meist nicht. Danken Sie ihnen für ihre Dienste und entsorgen Sie sie dann umweltgerecht. 3. Abgenutzte Schuhe. Wie mein Lehrer in Metaphysik zu sagen pflegte, Ihre Schuhe spiegeln Ihren Lebensweg wider. Halten Sie sie sauber und in Schuss. Schmutz und Abnutzung von außen sollten nicht in Ihr Heim gelangen. Sind Ihre Treter durchgelaufen, ist es Zeit für ein neues Paar. Schuhe tragen nicht nur ihr Gewicht, sie sammeln auch die Energien ihrer Umgebung auf. Ein guter Grund, sie in Ehren zu halten. Mit diesen Tipps machen Sie Ihr Zuhause zu einer Quelle positiver Energie, die Sie in Ihrem persönlichen Wachstum unterstützt. 4. Persönliche Erinnerungsstücke von Personen, die nicht mehr Teil unseres Lebens sind. Solche Gegenstände verdienen eine besondere Beachtung. Obwohl wir oft geneigt sind, an diesen Erinnerungen festzuhalten, ist es wichtig, ihre Rolle in unserem aktuellen Leben zu überdenken. Wahre Erinnerungen leben in uns und sollten nicht von materiellen Dingen abhängen. Diese Objekte, getränkt mit der Energie von Menschen, die unseren Weg nicht mehr kreuzen, zwingen uns förmlich dazu, uns von ihnen zu lösen, damit beide Seiten voranschreiten können. Festzuhalten kann die Energie in unserem Heim zum Stillstand bringen und unseren eigenen Fortschritt blockieren. 5. Überflüssiges und Unordnung. Die Wichtigkeit eines aufgeräumten Wohnraums ist nicht zu unterschätzen. Für eine freie Energiezirkulation in Ihrem Heim ist es essentiell, für Klarheit und Leichtigkeit zu sorgen. Räumen Sie auf, lassen Sie frische Luft und Licht herein und sorgen Sie für freie Wege. Integrieren Sie lebende Pflanzen, um Ihr Umfeld natürlich zu bereichern. Sehen Sie Ihr Zuhause als einen Rückzugsort, eine Quelle der Freude und Erneuerung. Einfache tägliche Rituale wie das Bettenmachen und das Aussprechen von Dankbarkeit für die Behaglichkeit Ihres Heims fördern ein harmonisches Miteinander. Der wahre Luxus eines harmonischen Zuhauses liegt in der freien Energiebewegung. Zusammenfassende Gedanken: Die Umsetzung dieser 5 Konzepte kann Ihr Zuhause und somit Ihr Leben tiefgreifend verändern. Sie werden eine Leichtigkeit spüren und bemerken, wie sich positive Veränderungen in allen Lebensbereichen zeigen. Der Schlüssel liegt darin, die Energie frei und dynamisch fließen zu lassen.
Gemäß den Worten eines erfahrenen Metaphysiklehrers, um die Gegenwart in vollem Glanz zu erleben, müssen wir die Vergangenheit hinter uns lassen. Durch das Aussortieren, das Beseitigen von Negativem und das Loslassen von Überflüssigem machen wir Platz für Neues und Wunderbares in unserem Leben. Letztendlich hat die Atmosphäre unseres Zuhauses einen enormen Einfluss auf unsere Energie und unser allgemeines Wohlbefinden. Schon kleine Veränderungen in unserer Umgebung können große Verbesserungen in unserem Leben mit sich bringen, indem wir uns von Dingen trennen, die kaputt sind, uns nicht mehr dienen oder an Menschen erinnern, die nicht mehr Teil unserer Reise sind, öffnen wir Raum für positive Energie. Dies unterstreicht die symbiotische Beziehung zwischen unserer Umgebung und unserer Energie. Indem wir unser Zuhause in Einklang mit unserer aktuellen Energie bringen, laden wir tiefgreifende Veränderungen und ein neues Gefühl der Freiheit ein. Diese Vorgehensweise betont die Bedeutung von Dankbarkeit und positiven Absichten und hebt den Wert eines respektvollen Abschieds von unseren Besitztümern hervor. Indem wir Platz schaffen, heben wir nicht nur unsere Stimmung, sondern öffnen uns auch für Dinge, die wirklich mit uns in Resonanz gehen. Ein harmonisches Zuhause zu schaffen bedeutet weniger, Perfektion zu erreichen, als vielmehr positive Energie zu fördern. Einfache Maßnahmen wie das Lüften unserer Räume, das Einbringen von Grün und das Aufrechterhalten von Ordnung können transformative Erfahrungen mit sich bringen und eine Welle der Positivität auslösen. Wenn wir unseren physischen Raum mit unserer inneren Energie in Einklang bringen, laden wir positive Veränderungen und eine erfrischende Klarheit in unser Leben ein. Dieser Prozess des bewussten Lebens und der Selbstentdeckung bereichert unser Dasein und ermöglicht es unserem Zuhause, zur Bühne für außergewöhnliche Momente zu werden. Lasst uns das transformative Potenzial unseres Lebensraums annehmen und durch den freien Fluss positiver Energie das Wunder in unseren vier Wänden entdecken. Ich möchte diese Episode mit einem herzlichen Dank an alle schließen, die uns auf dieser Reise begleitet haben. Falls Ihnen diese Inhalte gefallen haben, freue ich mich über ein Like und wenn Sie die Botschaft in Ihrem Netzwerk teilen. Ihre Unterstützung ist mir sehr wertvoll. In der Betrachtung der mannigfaltigen Dimensionen, welche die Sphäre unseres alltäglichen Lebensraumes durchweben, haben wir uns auf eine Reise begeben, die uns zu den Tiefen unseres eigenen Seins und der Beschaffenheit der uns umgebenden Materie geführt hat. Die Substanz unserer Diskussion, eingebettet in die Erörterung der fünf elementaren Kategorien von Gegenständen, die aus unserem häuslichen Umfeld entfernt werden sollten, diente nicht allein der Förderung eines ästhetisch ansprechenderen Wohnraumes, sondern zielte vielmehr darauf ab, eine Transformation des energetischen Gleichgewichts zu induzieren, die das Fundament unseres Wohlbefindens und unserer zukünftigen Bestrebungen betrifft. Im Lichte dieser Erkenntnisse erscheint es uns als geboten, nicht nur eine physische, sondern auch eine metaphorische Reise durch die unendlichen Weiten unseres Innenlebens zu unternehmen, um jene verborgenen Schätze zu heben, die durch die alltägliche Unordnung und die Relikte vergangener Tage verschleiert wurden. Es ist unsere feste Überzeugung, dass die Verinnerlichung und Umsetzung der besprochenen Prinzipien nicht nur einen transzendenten Zustand des häuslichen Friedens herbeiführen kann, sondern auch eine Quelle unermesslicher Inspiration und Erneuerung darstellt, die weit über die physischen Grenzen unseres Wohnraumes hinausreicht. Mit dieser Vision vor Augen möchten wir Sie, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, einladen, Teil einer fortwährenden Gemeinschaft von Gleichgesinnten zu werden, die sich der Erforschung und Realisierung eines erfüllteren Lebens durch bewusste Gestaltung ihrer Umgebung verschrieben haben. Indem Sie die Gelegenheit ergreifen, Ihren Ausdruck der Wertschätzung durch eine Geste der Anerkennung, sei es in Form eines sanften Klicks auf das Symbol, das gemeinhin als "gefällt mir" bekannt ist, oder durch das Verfassen einer Zeile oder zweier Kommentare, die Ihre Gedanken und Reflexionen zu den geteilten Inhalten widerspiegeln, zu manifestieren, leisten Sie einen unschätzbaren Beitrag zu unserer gemeinsamen Reise. Zugleich eröffnet Ihnen die Option, sich unserem Kanal anzuschließen und Teil unserer wachsenden Gemeinschaft zu werden. Die Möglichkeit, stets auf dem Laufenden zu bleiben und fortwährend neue Einblicke und Inspirationen zu erhalten, die Ihr Leben bereichern und Ihre Reise unterstützen. Es ist uns eine Ehre und ein Privileg, Sie auf diesem Weg zu begleiten, und wir schätzen jede Form der Interaktion und des Dialogs, die uns erlaubt, tiefer in die Materie einzutauchen und gemeinsam zu wachsen. Zum Abschluss unserer heutigen Zusammenkunft sei Ihnen, werte Zuhörerschaft, unser tiefster Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und Teilnahme ausgesprochen.
Möge das geteilte Wissen als Leuchtfeuer dienen, das sie auf ihrem Weg begleitet und erleuchtet und ihnen die Kraft verleihen, die Weiten ihres eigenen Daseins mit Erneuerung, Freude und Harmonie zu erfüllen. Bis wir uns wiedersehen, mögen sie in Frieden und Wohlstand wandeln.